Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Mecker Diego. Ja, ich fange gleich so an, weil es nicht anders geht. Habt ihr gesehen, meine geliebte 06er Deutz-Baureihe ist im Hot Hub erschienen. So sieht das Tierchen aus. Großartig. Ja, hier ist der Flug sogar teilweise im Boden. Wahnsinn. Mit richtig dreckigen Scheinwerfern. Ja, ich hatte mich im ersten Moment auch so ein bisschen, ich habe gedacht, hier, der Peter hat wieder wahrscheinlich Sound gemacht, ne? Hat mir gar nicht gegeben, ne? Normalerweise, wenn Peter sowas macht, dann sagt er, ja, ja, guck mal hier, Diego, ne? Schaust dir mal an oder so. Hat er gar nicht gemacht. Ich weiß gar nicht warum, ne? Ja, also, wir sind ja auch in-game, ne? Ich habe mir so ein Ding gegönnt. Ich wollte mal so mit Mittel. Großen Dingern auf der Melone ein bisschen spielen. Ne? Und was ist denn? Was ist das denn? Leute. Habe ich schon gesagt, dass die Sämaschine ganz unten ist? Hey, Leute. Ich meine, ich weiß, wenn ihr auf einen Fiat eine Embitrak-Kabine schraubt, dann stört mich das nicht, weil ich weiß gar nicht, wie ein Fiat aussieht. Ne? Aber rein zufälligerweise kenne ich jetzt diesen Trecker ein bisschen besser. Und mich triggern da so gewisse Sachen extrem hart. Ja. Na gut, dass das Ding einfach so nicht funktioniert, davon mal ab. Ja. Der sieht doch noch scheiße aus. Ja. Und man, was, also das, diesen Spiegel da so behindert anzubringen, das war, glaube ich, noch die absolute Meisterleistung. Ich verstehe das nicht. Ne. Noch größere Reifen. Mach doch noch größere Reifen da drauf. Ja, ihr seht die Silhouette vom Radkasten, ihr seht den Reifen. Ja. Vorne auch. Das, nein, gut, die gibt es auch im Real Life mit großen Reifen. So ist es nicht. Ihn muss ja jeder mal gucken, so wie er kann. Ne? Und normalerweise ist es auch so, dass der vorne immer ein bisschen hoch steht. Also passiert ganz schnell, dass der mit der Nase so ein bisschen in der Luft steht. Das hatten die halt. War halt so bei dem Trecker. Ne? Sieht nicht schön aus, aber ist halt so. Aber ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht. Ich wüsste auch gar nicht, dass der Schriftzug, war der wirklich golden? Ich bin mir nicht sicher. Was mich auch hier extrem hart triggert, ist diese Vorderachse. Guckt euch doch mal diese Achsaufhängung, diese Achsschenkel an. Was ist das? Meint ihr, das haben die damals so eingebaut in so einen Trecker? Ich meine, ich will nicht sagen, dass Player oder Number One eventuell auch mal den einen oder anderen konstruktiven Fehlgriff gemacht hat. Ja. Aber das ist doch falsch skaliert. Das ist, da hat doch einer dran rumgeschraubt. Der hat doch da. Das hat Player Number One doch so nicht gebaut, oder? Also ich weiß es nicht, aber. Naja. Auch, was mich auch total hart triggert, B-Color. B-Color Kotflügel. Ich kann mir das damals richtig vorstellen. Wie die von Köln, ne, diese Schutzbleche nach China gebracht haben. Und dort haben dann kleine chinesische Kinderhände mit einem Pinselchen das Rohr schwarz gemalt. Das war damals so, das haben die alle gemacht. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass das komplett grün war, das Ding. Ne. Das ist jetzt nicht so gewesen. Ne. Naja. Und, ich meine, dass der Spieler mit seinem Arsch komplett in dem Sitz drin ist, ne? Ich meine, die sitzen tief. Das stimmt. Ich habe auch gerade noch mal Fotos geguckt. Man saß in der Karre extrem tief. Aber doch nicht. Der Arsch ist doch komplett in dem Sitz drin, Leute. Sowas muss man doch sehen. Und sowas ladet ihr im Mod-Hub hoch? Es ist eine Beleidigung. Das ist einfach nur eine Beleidigung, das Ding. Was soll sowas? Das könnt ihr auf irgendwelchen Russenseiten hochladen, denen eh alles egal ist. Aber wie gesagt, das ist übrigens das Problem, warum man bei Rona so schlecht Freigaben bekommt. Ich glaube, wenn Player Number One sieht, was aus seinem Modell geworden ist, dem schießen die Tränen waagerecht aus Augen. Ist einfach so. Ja. Man, und dann auch so Sachen, dass die Scheinwerfer, ich meine, ihr habt mir schon so viele, viel bessere 3006 geschickt. Ja? Also Zuschauer von mir schicken mir Modelle, die besser sind wie das Ding. Ja. Das ist schon ein Burner, ja. Ne, die Scheinwerfer, die packt auch noch keiner so richtig, packt die Scheinwerfer auch noch keiner an, ne? Ein bisschen besser. Vielleicht mal ein, zwei Polygone mehr an den vorderen Kotflügeln. Und vielleicht mal
anderthalb Polygone mehr fürs Lenkrad. Ne? Ich meine, die Kabine ist halt schäbig, die war halt so früher. Ne? Gut, wir hatten jetzt unterm Dachhimmel noch so einen Noppenschaum. Ne? So Akustik hier, wisst ihr, was ich meine? Ne? Die sowas so aussieht wie so ein Eierkarton. So, ja, und das war der auch im Prinzip. Ne? Gut, wir hatten andere Türgriffe. Aber ansonsten, ja, innen, das geht ja gut. Der Sitz ist, naja, ist egal. Ne? Ist halt so. Ist halt ein uraltes Modell, ich glaube aus dem 13er. Und ja, auch damals die Deutz, das waren halt keine Schönheiten. Ne? Da waren Fendt und auch IACs, ne? Selbe Baujahr, ne? Die sahen aus wie, das waren Luxuskarossen dagegen. War so, ist, kann man ruhig so sagen, so wie es ist. Ne? Aber ja, ich habe nochmal, nur um euch mal so ein bisschen mitzunehmen, ja, quasi, weil, ich meine, ich habe das ja auch ganz oft, wenn ich dann irgendwie einen Eicher sehe oder so, dann denke ich, das sieht irgendwie komisch aus. Nee, der muss so aussehen, ja. Oder hier ist was falsch, das sehe ich nicht, weil ich mich halt damit nicht so gut auskenne. Aber mit diesem Deutz kenne ich mich aus, ja. Ich habe den nochmal rausgesucht, das ist einfach, ich habe einfach bei Google mal eingetippt und dann mal so ein paar Bilder rausgesucht. Ne, also ihr seht, hier ist relativ viel Platz über dem Kopf noch, ne? Aber ganz so tief sitzt er jetzt auch nicht drin in der Karre, ne? Ja, hier nochmal die Proportionen, ne? Wie das Rad im Rathaus hinten drin sitzt. Der steht ganz bisschen mit der Nase nach oben, aber guck mal, wie klein die Reifen sind, ne? Hier hat man auch, also da sieht man auch, wie es wirklich war. Ja, das ist ein Blechteil gewesen. Gut, also unser war nachher auch so oft geschweißt. Später waren das alles, war das Kunststoff, ne? Weil das einfach keinen Sinn hatte. Die wubbeln beim Fahren, rubbeln die immer so hin und her und das bricht einfach ab. Das hält das Blech nicht aus. Deswegen war das nachher Kunststoff. Aber das war einfach ein grün lackiertes Teil. Das war nicht hier mit B-Color. Das ist so ein Scheiß. Auch wie schön das Rad hinten in dem Rathaus drin sitzt. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass so ungefähr die Vorderachse aussah. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass das so gewesen ist. Es muss ja nicht so gewesen sein, aber ich könnte mir das vorstellen. Ne? Man, es ist leider die Fronthydraulik im Weg. Also das sind schon, also das sind mal gewaltige Achsschenkel. Ne? Vor allen Dingen, ich weiß auch nicht, warum man da ober- und unterhalb des Kreuzgelenkes, dass man da noch einen ganzen Schuhkarton reinstellen kann. Ich weiß nicht, wozu das gut sein soll. Ja, jetzt mal unter uns. Ne? Also das hier macht hier in meinen Augen ein bisschen mehr Sinn. Ne? Man kriegt dann auch kleinere Reifen auf den Trecker, dann sieht der ganze Trecker auch nicht so komisch aus. Ne? Hat nämlich auch das nächste Problem ist, gut, die Spurweite vorne wird auch schon mal gerne breiter gemacht als hinten. Ja, damit man ein bisschen mehr Lenkwinkel hat, ne? Ist ja auch klar. Ja, wenn man vorne größere Reifen drauf macht als hinten, ne? Nimmt doch vorne mal einen kleineren Reifen, dann hat man noch mehr Lenkwinkel. Und dann kann man mit dem Ding auch spielen innen gehen. Ja? Die hat übrigens das Ding neu lackiert und die Schnalle mit lackiert. Ein Verbrecher. Nein, das wollte ich gleich zeigen. So, ne? So sah die Achse halt aus. Ne? Das war die Achse, die da damals dran war. Ohne B-Color Kotflügel. Ne? Um das doch mal deutlich zu sagen. So, und das war dann schon die fortgeschrittene Version. Ne? Der hatte schon Plastik da dran geschraubt. Ne? Plastikkotflügel, weil es einfach funktioniert. Ne? Die anderen funktionieren halt nicht. Ne? Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, also, guck mal, auch wie hoch hier der Sitz ist. Ne? Das kann auch sein, dass das ein anderer Sitz ist. Ich bin mir nicht sicher, ob der Deutz damals so einen Sitz hatte. Nein, ist auch egal. Wie gesagt, von den Proportionen her, man sieht ihn leider nie richtig in der Seitenansicht, ne? Dass man die Proportionen mal richtig deutlich sieht, weil man muss natürlich höllisch aufpassen, Blickwinkel ein bisschen anders, Licht kann schon anders sein, also Lichteinfall und dann sieht das Ding ganz anders aus, das verzerrt. Ne? Übrigens der Kleberreifen, sehe ich gerade, an den kleinen Noppen habe ich das erkannt, hatten wir früher auch. So, Was habe ich jetzt mit ihm hier? Ja, er hat gewaltige Reifen da drauf. Ne? Also das ist schon wirklich eine Maximalbereifung. Breit hatten wir auch. Grünlandbetrieb, ne? Brauchst du breite Puschen. Also das sind schon gewaltige Reifen. Aber trotzdem stimmen die Proportionen noch. Der hat aber auch der hat die andere Vorderachse, glaube ich. Ne? Hier, das hier bei dem sieht anders aus.
Ja, ne, es gibt so viele verschiedene, 100 verschiedene Varianten, ne? Tausende wahrscheinlich sogar, ich weiß es nicht, nein. Nee, aber auch nochmal hier geguckt, wie der Fahrer so von der Höhe, ne? Deswegen habe ich das Bild rausgesucht. Man sitzt da tief drin in der Karre, aber doch nicht so tief. Ja. Ansonsten auch sehr schön, ne? Sehr schön. Mein Onkel musste auch immer so ein bisschen vorhalten, damals beim Flügen. Ne? Rona hat mir erklärt, dann ist der Flug falsch eingestellt. Ne? Rona hat gesagt, wenn du den Flug richtig einstellst, musst du den nicht vorhalten. Ne? Also so, er lenkt jetzt hier leicht gegen diese Kante hier gegen. Ne? Da musst du aufpassen, wenn du mit Allrad, wenn er es nicht schafft und du musst Allrad einschalten, dann läuft er dem aus der Spur raus. Ne? Aber wie Rona sagte, wenn der Flug richtig eingestellt ist, also die Breite, ne, dann musst du es nicht machen. Ne? Mein Onkel hat gesagt, er muss das machen, damit der hinten richtig schön randrückt, sonst wird er das nicht richtig randrücken. Naja, wie gesagt, das waren noch Zeiten, ne? Kein Überrollbügel und dann so ein Sechscharfluch hinter so einem Trecker, ey. Nordamerika, das ist ein offizielles Deutschfoto, ne? Aber auch hier sieht man, also der sitzt da schon wahnetief drin in dem Trigger, ne? Obwohl, wenn man sich so hier diesen Winkel anguckt, ja, doch, das Bein ist ziemlich gerade, ne? Also der sitzt da nicht im 90, das Bein ist nicht 90 Grad geknickt, ne? Die Arme auch so gerade, das ist schon eine scharfe Sitzposition, ne? Da darfst du heute nicht mehr drüber nachdenken. Aber wie gesagt, man sitzt da sehr tief drinnen im Hocker. Das muss man ganz klar sagen. Hier nochmal einer mit gewaltigen Reifen. Aber auch diese Reifen passen noch einigermaßen da drauf auf den Trecker. Ne? Naja, wie gesagt, ich muss das einfach mal loswerden. Ich muss mich bei euch ab und zu mal einfach nur auskotzen. In der Hoffnung aber auch, dass es vielleicht mal irgendwann mal besser wird. Ne? Ich habe mir auch schon mal überlegt. Ich habe jetzt so viele schöne Sachen von euch bekommen, ja. Und immer, ja, ist privat, können wir nicht, ne? Hier Respekt vor Modders und so weiter und so fort, ne? Ich weiß nicht, ob ich mir im nächsten LS so eine Scheiße noch angucke hier. Ich weiß es nicht. Ich bin echt am Überlegen, ob wir nicht wirklich hingehen sollten und eure ganzen Sachen, die ihr so baut, einfach veröffentlichen. Damit dieser Scheiß einfach mal aufhört. Ja, gab es da nicht schon mal so eine Seite? Ach ja, natürlich. Oh, das ist ja das war meine Dings. Ach, da bin ich geboren worden auf der Seite. Mir fällt der Name nicht ein. Oh, LS. Es steht sogar noch ganz, ganz klein in meinem REST-Logo steht es sogar noch drin. Und ich komme jetzt auf den Namen nicht. Oh. LS-Umbauten hieß die Seite. Gibt es nicht mehr. LS-Umbauten, da bin ich geboren worden. Das war mein erster Kontakt zu anderen Menschen, quasi im LS. Da fing alles an. LS-Umbauten. Die hatten sich das auf die Fahne geschrieben. Die haben so einen Scheiß, haben die repariert und neu hochgeladen. Und ich bin echt kurz davor, dass wir das auch machen sollten. Wenn ich sehe, was Percy für geile Sachen gemacht hat, was Zetor für geile Sachen gemacht hat. Und ich will jetzt nicht, ich vergesse, ich eigentlich habe ich schon zu viele, ich wollte eigentlich gar keine Namen sagen, weil man vergisst nachher viele Leute und dann ist einer sauer. Es haben so viele Leute so schöne Sachen mir zugeschickt und man darf sie nicht hochladen. Und dafür muss ich mir sowas hier aus dem Modtab runterladen. Damit muss ich dann spielen oder was? Ist doch scheiße. Ist doch scheiße. Also wie gesagt, wenn das nicht bald mal besser wird, dann müssen wir gucken, dass wir irgendwie, ist mir scheißegal und dann könnt ihr mich alle disliken oder was, ist mir egal, ich will vernünftig spielen. Ich will mit so einer Rotze nicht spielen. So. Ich will vernünftig spielen. Und ich finde, alle sollten das Recht haben, mit vernünftigen Mods zu spielen. Und dann müssen wir halt nun mal auf dieses Respekt vor Modders, müssen wir dann leider mal scheißen. Ich kann es nicht ändern. So. Diego ist draußen. Ich habe keine Lust mehr hier.